Jo, hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind die absoluten Spezialisten im Thema Fahrzeugsicherheit. Hier haben wir einen VW Amarok und haben eine Empire Camus Alarmanlage verbaut. Die Alarmanlage schützt die Türkontakte, Motorhaube, alle Kontakte, die über den Camus die Daten in die Alarmanlage einspielen. Natürlich gehört dazu auch die Überwachung des Zündschlosses. Sehr wichtig, die Alarmanlage verfügt werkseitig über einen 2-Zonen-Schocksensor. Bei diesem Fahrzeug oder bei den meisten Fahrzeugen verbauen wir zusätzlich immer noch das 508D Radarmodul. Dieser Radarsensor, ganz wichtig, schützt das Fahrzeug präventiv. Das heißt, der Angreifer, der sich für die Navigation interessiert oder den Auftrag bekommen hat, das Fahrzeug zu entwenden, der wird aufgehalten, bevor das Auto überhaupt angreifen kann. Sehr wichtig, werkseitig verbaute Alarmsysteme haben einen ganz großen Schwachpunkt. Zum einen kann man über die Onboard-Diagnose diese Systeme deaktivieren. Es ist sehr komfortabel, dass die Onboard-Diagnose für die Werkstätten und für die Pannendienste einen schnellen Zugang zum Fahrzeug verschafft. Das öffnet allerdings auch den Dieben die Möglichkeiten, diese Systeme lahmzulegen. Wir haben täglich diese Fahrzeuge mit einem Loch im Armaturenbrett, wo die Navis geklaut worden sind. Das heißt, die werkseitigen Alarmsysteme haben einen ganz großen Schwachpunkt. Die Diebe besorgen sich einmal so ein Fahrzeug. Wenn die bei einem Auto wissen, wie das funktioniert, dann wissen sie, wie es bei allen Autos geht. Denn die Systeme sind werkseitig immer an denselben Stellen verbaut. Und die finden Möglichkeiten, diese Systeme, Wegfahrsperre-Alarmanlage, zu deaktivieren. Unsere Systeme sind ein Unikat. Wir bauen die OBD-Dose um. Wir verlängern den OBD-Kabelbaum. Wenn die Diebe kommen, dann werden sie an dieser einfachen, komfortablen Schnittstelle keinen Anschluss mehr finden. Wir bauen diese Systeme seit 25 Jahren ein und unsere Kunden geben uns recht, wir haben noch niemals einen Verlust von einem Fahrzeug gehabt oder von einem Navigationssystem. So ein System ist eine wirklich gute Investition. Ja, genug geredet, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch kurz mal demonstrieren. Sehr komfortabel. Werkseitig kann ich das System schärfen über den VW-Schlüsselhandsender. Neu ist, die Alarmanlage generiert nun ein Chirpen, hat den Vorteil, wenn ich das Fahrzeug verlasse, höre ich einmal Chirpen, Alarm ist scharf, kann mit einem guten Gewissen das Fahrzeug verlassen. Wenn ich zum Fahrzeug zurückkehre, drücke ich nochmal öffnen, Alarmanlage chirpt zweimal. Wenn sie zweimal chirpt, weiß ich, da ist keiner ans Auto zu nah rangekommen, hat die Tür reingeschlagen oder sonst irgendwas. Wenn die Alarmanlage viermal chirpt, dann weiß ich, während meiner Abwesenheit wurde ein Vollalarm generiert. Ich möchte euch kurz demonstrieren, wie gut das Auto jetzt geschützt ist. Der Schocksensor überwacht Glasbruch, mechanische Beschädigungen am Fahrzeug jeglicher Art. Wenn einer mit die Tür gegenhaut, geht die Alarmanlage sofort in den Vollalarm. Leichtere Erschütterung, erstmal nur ein Voralarm. Sieht so aus. Wenn ich das Fahrzeug jetzt mal trete, fängt die Alarmanlage an, den sogenannten Warn-Away-Trigger auszuspielen. Die Sirene generiert dieses Softchirpen und sagt dem Angreifer, hier hast du nichts dran verloren. Es funktioniert noch viel besser mit dem Radarmodul. Ich brauche das Fahrzeug gar nicht anzufassen. Ich gucke rein, hatte das tolle Navi drin und die Alarmanlage sagt gleich, hey, verpiss dich. Ja, super Sache. Zusätzlich bauen wir bei diesen Fahrzeugen immer noch ein GPS-GSM-Ortungssystem der Firma Empire an, das Empire Lock 200. Wenn jetzt ein Vollalarm ausgelöst wird, kriegen wir sofort zeitnah einen Anruf, wo wir informiert werden, Fahrzeug wird angegriffen und einmal mit einem Google-Link Längen und Breiten gerade, wo das Fahrzeug angegriffen worden ist. Zusätzlich kann ich das Fahrzeug natürlich jederzeit auch orten, um zu sehen, wo sich mein Fahrzeug befindet. Was passiert, wenn wir den Vollalarm auslösen? Das möchte ich euch jetzt gerne mal demonstrieren. Die Alarmanlage überwacht auch das Zündschloss. Wie das in der Praxis funktioniert, möchte ich euch kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt gleich die Alarmanlage schärfe, generiert die Alarmanlage noch einen zweiten Signalton und der sagt uns, dass wir die Türen offen gelassen haben. Sehr praxisgerecht, wenn ihr nämlich einen Kofferraum öffnet, öffnet aus Versehen den Kofferraum, vergesst ihn wieder zu schließen, schärft das Alarmsystem, passiert Folgendes, mache ich mal, schärfe und jetzt kommt gleich die Quittierung, Türen sind offen. Ja, jetzt versuche ich mal das Fahrzeug zu entwenden und die Alarmanlage erfasst diesen Diebstahl, so versucht sofort mit einem Vollalarm. Macht einen Höllenalarm das Ding. Und da breche ich das mal an dieser Stelle. Parallel dazu bekomme ich jetzt schon eine SMS aufs Handy und einen Anruf, dass mein Fahrzeug angegriffen wurde. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Für den Fall, dass ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr mich gerne anrufen unter 0172 4090295. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken unter info@kaistueven.com oder ihr schreibt einfach unten was bei YouTube in die Beiträge. Ich versuche das zeitnah zu beantworten. Vielen Dank. Thank you.